So, wir könnten. Ja, ich baue jetzt hier in Delhi baue ich auf jeden Fall mal Stadtmauern. Ich denke, das ist keine schlechte Entscheidung. Jetzt können wir uns vielleicht doch mal wirklich ein paar Runden komplett auf die Entwicklung unseres Staats konzentrieren. Und ich denke, das wäre echt nicht schlecht. Ja. So. Entschuldigung, es scheint im Stream gerade ein paar Lags gegeben zu haben. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Planieren ist da erstmal. So, und hier bauen wir natürlich einen Bauernhof hin, damit sich das hier schön ausdehnt. Ich finde es auch cool, wenn man reinzoomt, hat man halt viel mehr von der Geräuschkulisse und so. Ich finde, das ist sehr, sehr schön. Gut gemacht. Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung, die Möglichkeit. So, wir können jetzt unsere Politik ändern und zwar plus 6 Stadtverteidigung Stärke plus 5 Stadtfernkampfstärke. Was? Ich nehme es jetzt einfach mal rein. Es wird uns nicht schaden, also ich nehme es jetzt mal rein und. Ach, ich hätte die Politik auch ändern müssen. Kack drauf. So. Öffentliche Verwaltung, Militärausbildung, Marinetradition oder Feudalismus oder so. Was nehmen wir, Frank? Wir können. Vielleicht so öffentliche Verwaltung oder so? Öffentliche Verwaltung, Gut, weil. Ja, wir nehmen das, genau. Dann können wir auch eine Allianz machen. So. Ja. Hier wollen wir einen modernisierten Bauernhof hin. So. Ich denke, wir nehmen jetzt nochmal so bis 1500 nach Christus auf. Das dauert jetzt vielleicht nur eine halbe Stunde oder so. Und dann. Ja, wobei. Mal gucken. Der Tag ist ja eigentlich noch. Ist er noch lang? Naja, so lang ist er gar nicht mehr. Haben jetzt auch schon wieder anderthalb Stunden gestreamt. So. Nächste Runde. So, und zwar. Okay. Achso, die Politik, da wollte ich noch was ändern. Politik ändern. Okay. So, oh, wir haben den Elefant oben fertig. Jetzt können wir hier eine mittelalterliche Mauer. Weiß gar nicht, ich glaube, in der Stadt ist ein Angriff relativ unwahrscheinlich. Ich mach mal Campus. Das wir hier nochmal ein bisschen weiter machen. So. Und was machen wir jetzt mit unserer Elefanteneinheit? Ich würde sagen, wir transportieren die langsam mal nach hier unten. Nach Agrar. Weil ich denke, da könnten wir auch mal eine Einheit gebrauchen. So, Frank. Irgendwas, was dir auf den Herzen liegt. Wir brauchen auf jeden Fall noch neue Städte und wir brauchen. Oh, der sieht gut aus, ne, der Elefant. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Leute. Ja, ich will jetzt erstmal vielleicht mich darauf konzentrieren, vielleicht Delhi und Agrar zusammenzubekommen. Ich denke, das wäre auf jeden Fall eine ganz coole Sache, wenn die Städte zusammenhängen direkt. Hallo Nils, 79. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Und hallo an 4 Zuschauer generell, danke, dass ihr dabei seid. Ich denke, es wäre auch ganz cool, wenn wir hier aus der Karte nicht so einen Flickenteppich machen, sondern wenn wir wirklich hier unsere 4 Staaten mal ein bisschen zusammenbekommen. Ich denke, das wäre eine sehr gute Idee. Vor allem können wir uns dann auch besser fortbewegen und so. Also ich denke, das können wir mal probieren zu machen. Die Kulturgrenzen sind auch noch nicht zusammen, also das ist echt komisch. Wie meinst du Kulturgrenzen? Da, also um die Städte drumherum sind auch diese Linien. Ja, genau. Die Grenzen und die sind. Ja, genau, die meine ich ja. Das hätte ich halt jetzt gerne, da würde ich mich gerne mal drauf konzentrieren. Tourismus. Nee, warte. So.
Na gut, nächste Runde. Und baust du da noch mehr Städte? Ist auf jeden Fall die Idee, aber wir werden jetzt erstmal ein bisschen, ich denke mal, wir machen ein bisschen einen ruhigen. Und werden demnächst mal probieren, oder? Hier um Kairo rumzureisen und hier hinten mal mit einem Speer so ein bisschen das Gebiet hier hinten zu erforschen. Da ich im letzten Stream im Chat jemanden hatte, der sich gewünscht hat, dass wir auf jeden Fall hier hinten mal ein bisschen siedeln. Im Osten also. Ja, Osten, genau. Er hat sich das halt stark gewünscht. Da haben wir gesagt, ja, machen wir gerne, aber da ist halt diese Felswand im Weg, also mal gucken. Vielleicht siedeln wir auch hier irgendwo. Vielleicht hier so an der Felswand, mal gucken. Also es wird sich auf jeden Fall geben, aber auf jeden Fall die Idee ist, auf jeden Fall noch mehr Städte zu bauen. Oder? Mhm. Und deswegen, wir wollen auf jeden Fall noch mehr Städte bauen. Genau, ich baue meinen Speer, der braucht nur eine Runde. Das geht schön schnell. Und ja. Macht eigentlich gar keinen Sinn nicht. Ich reise jetzt nochmal oben nach Hongkong. Um dann wieder runter zu reisen, weil ich bemerke, das hat nichts gebracht. Ja, das ist ja toll. So. Kann sein, dass Hongkong irgendwie zu uns gehört? Nee, keine Ahnung, okay. Seltsam. So. Erst wäre eine Produktion aussehen, wobei wir lassen erstmal den Speer ein bisschen ausschwärmen. Wir lassen ihn mal hier. Hier natürlich da oben die Arschkarte gezogen. Da sind ja gar keine Ressourcen. Ja. Ich würde gerne eigentlich nach da oben nach Hongkong ausschwärmen, weil. Weiß nicht, irgendwie, denke ich, wäre es gar nicht so schlimm. So, in Delhi vielleicht Stadtmauern wären gar nicht so dumm. Campus, Lager. Ich würde halt gern was ohne Unterhalt machen. Weil Geld ist ja, haben wir leider auch noch nicht so flüssig. Ein Handelszentrum. Ich sag mal Handelszentrum. Ach, auf welchem Block wollen wir das denn bauen? Mal wieder etwas, wo es vielleicht nicht so viele Ressourcen gibt. Ich sag mal. Sag mal hier. Warte, nee. So, zack. Ja, Handelszentrum bauen. So. Und hier unten sind die Streitwagen jetzt fertig. Wassermühle, okay, dann. Okay, da oben, ja, Entschuldigung, jetzt haben wir die Stadt vertan. Aber das nächste Mal, ich denke beim nächsten Mal ja bei der Stadt. Oder vielleicht auch beim nächsten Mal bei der Stadt, werden wir auf jeden Fall Wassermühle nehmen. Es tut mir leid, ich hätte es natürlich gemacht, aber die Streamverzögerung ist da leider ein bisschen immer im Weg. Aber werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall machen, wenn du es gerne hättest. So. Also, frage ich dich mal hier, was sollen wir denn hier machen? Monument, Kornspeicher, mittelalterliche Stadtmauer, also beziehungsweise Mauern. Ein Schrein können wir bauen, Campuslager, Handelszentrum, Unterhaltungskomplex, Theaterplatz. Ja, so halt die normalen Sachen. Ich trinke mal einen Schluck, mein Hals ist schon wieder ganz trocken. Entschuldigung. Also Frank husten, das gibt's doch nicht. Ich entmüde mich immer extra, wenn ich nur einen kleinen Schluck trinke. Also, benimm dich mal. So. Wäre gut, damit die Stadt produktiver wird. Ja. Aber geht es bei der Stadt nicht? Warum geht denn es eigentlich bei der Stadt nicht? Warum können wir hier oder haben wir hier schon eine Wassermühle? Nein, nein. Oh, ich hätte hier fast was gekauft schon. Kann man das irgendwo sehen, ob hier schon eine Wassermühle ist? Vielleicht können wir deswegen ja auch keine bauen. Gut, dann möchte ich aber sagen, wir bauen hier mal mittelalterliche Mauern. Ist hier mal ein bisschen aufzurüsten. So.
Einheit braucht Befehle. Und ich würde tatsächlich sagen, wir reiten trotzdem nochmal in Richtung Dings, oder? In Richtung unten halt. Halt nicht aus der Absicht anzugreifen, sondern einfach nur, damit wir da was haben, oder? Frank? Ja, genau. Ja, genau. Wird schon stimmen. Wir brauchen wirklich in jeder Stadt gute Einheiten. Also wenn die über Bahn angreifen, die nehmen unsere Stadt auch weg. Dann hoffen wir mal, es passiert nicht. So. Spaß, man bewegt sich durch diese Wege, die da gebaut wurden. Echt richtig schnell. Würde gerne auf diesen Zwischenwegen aber halt auch noch die Bäume auch noch weghauen. Und dann würden wir uns echt richtig schnell fortbewegen, also. Das wäre schon was Tolles. Was macht der Speer? Ist der schon bereit? So, Mathematik ist fertig. Speer, ja, der ist schon bereit. Ich habe ihn auch schon losgeschickt. Und jetzt würde ich tatsächlich sagen, wir machen jetzt endlich mal Maschinen. Damit wir hier mal ein bisschen ins Zeitalter kommen. Gesandten schicken und diesmal wieder nach Hongkong. Ich schick da mal einen Wechsel ein hin. So. Aber, ist denn das? Kann ich mit Hongkong eigentlich verhandeln? Ich hätte gerne mit Hongkong eigentlich offene, nicht Hongkong, sondern Karthago. So war das. Und zwar nicht Krieg erklären. Kann ich einfach durchrennen, ohne dass wir einen Krieg anfangen? Das würden natürlich unsere Wege massiv beschleunigen. Wenn wir offene Grenzen haben, auf jeden Fall. Bei offenen Grenzen auf jeden Fall. Wenn wir ein bisschen Eigenwerbung machen, könnt ihr natürlich auch gerne einen Follower da lassen, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht, aber wenn euch das Stream gefällt und ihr vielleicht öfters zuschauen wollt, könnt ihr einfach einen Follower da lassen. Ist ja nichts, was euch umbringt. Oder vielleicht doch? Nee, so. Weiß man nicht so genau. Weiß man nicht. Mit so einer Fußfessel. Oh, wusch. Tot. Eine Fußfessel jetzt nicht tötet. Oder vielleicht doch? Weiß man nicht so genau. Ich hatte es noch nie das Vergnügen mit einer Fußfessel. Aber das wäre mein Alter auch sehr, sehr gruselig. Einmal ein Kurzschluss drin, buff, das erledigt. Weg damit. So. Echt das beste Spiel des Planeten. Also. Ich liebe Civilization. Oh nein, ich komme nicht dadurch. Ich brauche 17 Runden, bis ich nach unten komme und kann nicht einfach durch Karthago gehen. Obwohl wir mit Karthago ein sehr gutes Verhältnis haben, kann ich keine offenen Grenzen erklären, weil es halt nur ein Stadtstaat ist. Kann ich mal verhandeln mit Karthago, warum? Aber wobei, Karthago gehört ja zu Frankreich. Dann bräuchte ich doch eigentlich mit Frankreich offene Grenzen, oder? Ach, das ist unser Speer da. Okay. Der Elefant bewegt sich ja gut. So, ich habe mit Frankreich jetzt auch offene Grenzen. Ja, aber ich dachte... Muss ich das jetzt verstehen? Ich dachte, Karthago gehört zu Frankreich. Gesandten Einfluss hat Frankreich nur den meisten. Ach, so ist das also. Scheiße, also bringt es überhaupt nichts. Da muss ich ja trotzdem rumrennen. Na super. Okay. Naja, scheiß drauf. Wird mich schon nicht umbringen. Doch. Dann ist es halt so. Okay.
So, schön, hat glaube ich gerade ein bisschen geflackert. Immer mal kurz Black Screen, wenn ich hier überschalte auf einen anderen Bildschirm. Boah, das ist so eine Erleichterung, die ich mit Kairo offene Grenzen habe. Offene Grenzen sind echt das Beste, was es gibt, aber warum kann ich mit Karthago nicht mal verhandeln, weißt du? Ja. Das ist schon echt seltsam. Ich kann ja mal in den Chat fragen, habt ihr Ahnung, ob oder ob ich überhaupt und wenn ja, wie ich mit Karthago verhandeln kann? Weil ich würde echt gern mit Karthago verhandeln. Das würde mir sehr am Herzen liegen. Kann man da nicht einen Abgesandten hinschicken? Ja, ich hab da ja vier Stück, glaube ich. Achso. Also, daran soll es jetzt echt nicht liegen. Ich habe tatsächlich Amerikaner. So, nächste Runde. Ach man. Vielleicht könnte ich jetzt die Freundschaft verkünden. Schade, schade. Du musst mit den Suzeränen sein. Heißt die meisten. Ah, okay. Vielen Dank, vielen Dank. Und dann an 6 Zuschauer. Also ich muss die meisten Gesandten bei denen haben. Okay, das erscheint mir natürlich logisch. Nein, vergesst es, kein Krieg erklären. Wie war das, wie fertig derzeit? Ah, ich war also der mit den zweitmeisten. Dann gibt es automatisch offene Grenzen. Okay, perfekt. Dann lasse ich die doch hier und warte, bis ich wieder einen Gesandten vorbeischicken kann. Oh, Schweine. Nee, Trüffel, keine Schweine. Das ist natürlich auch interessant. Pass mal auf, ich mache als nächstes Siedler. Und schick die Siedler dann mal nach hier hinten. Oder Frank, was hältst du von der Idee? Das ist eine gute Idee, weil wir brauchen neue Städte. Östlich von Kairo oder halt ein bisschen nordöstlich von Kairo, irgendwie so in den Richtungen. So, gleich flackert es wahrscheinlich nochmal kurz. Oder auch nicht, ich weiß nicht, da flackert es manchmal nicht. Doch, jetzt hat es geflackert. So, dann läuft ja doch alles gut. So. Ach, ich lasse ihn da jetzt stehen. So. Und ich habe tatsächlich einen neuen Stadtstaat gefunden. Oder nein, ich habe doch, na klar, einen neuen Stadtstaat. Der, aber glaube ich, nee, gehört jetzt. Ich habe keine Ahnung. So. Ich lasse den tatsächlich mal dort ruhen. So. Den lasse ich auch dort ruhen. So. Ich hätte jetzt mal eine Frage. Frank, wann kann ich immer einen Gesandten senden? Wie ging das? Den Gesandten gab es ja da noch nicht. Oder? Den Gesandten gab es bei dem Dings noch nicht. Da haben wir nicht schon welche gebaut? Nee, ich denke nicht. Da bin ich jetzt im Moment erst gefragt. Ja, nee, wir haben ja schon einige Gesandten gehabt, aber warum haben wir die immer bekommen? Warum hatten wir die Möglichkeit überhaupt? Okay, jetzt müssen wir. Das ist ja echt seltsam. Ach, man Runde überspringen so. Wie war denn das? Wir sind bald bei Runde 200. Das gibt's da nicht. Es geht wirklich voran.
Auch Menschen können kaputt gehen. Nicht. So, jetzt habe ich eine Maschine gemacht. Jetzt können wir Druck, Kartografie, Milli... Was? Also ich sag mal, was... Ich weiß nicht. Ausbildung wäre halt möglich. Ich sag mal Ausbildung, oder?